Hi, ich bin Iris und heute gibt es den The BookTube Dog Tag. Und ich habe das bis jetzt bei amerikanischen YouTubern gesehen, aber noch nicht bei deutschen BookTubern. Und deswegen dachte ich mir, ich übersetze einfach mal die Aufgaben und nehme dann das Video mit meinem Hund auf. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir, oder? Die erste Aufgabe besteht darin, dass ich euch etwas über meinen Hund erzähle. Und Chili ist 5 Jahre alt oder ist dieses Jahr 5 Jahre alt geworden und ja, sie kommt aus Rhodos, aber ja, sie ist eher ruhig, bellt nur, wenn eine Katze da ist und schläft sehr viel. Ja. Was wäre das Lieblingsbuch deines Hundes? Und ich habe es nicht hier, aber ich kann euch stellvertretend den vierten Band der Reihe zeigen, nämlich City of Fallen Angels von Cassandra Clare. Denn in diesem Buch geht es ums Jagen. Und Chili ist halt einfach eine, die ziemlich gerne Mäuse jagt oder Katzen oder was auch immer. Deswegen glaube ich, dass das hier ihr Lieblingsbuch wäre. Denn die Schattenjäger hier, die jagen ja auch Dämonen. Und ja, deswegen glaube ich, würde ihr dieses Buch ganz gut gefallen. Die nächste Aufgabe ist, nutze den ersten Buchstaben von Buchtiteln, um den Namen deines Hundes zu buchstabieren. Und wie gesagt, sie heißt Chili und es war echt schwer, Bücher rauszusuchen. Falls ihr meine Bookshelf-Tour gesehen habt, dann wisst ihr wieso. Ich habe nicht so viele Bücher und ja, ich habe es aber doch hinbekommen, ihren Namen zu buchstabieren. Und zwar beginnend mit C, Carrie von Stephen King. Dieses Buch habe ich bereits gelesen und das hat 3 Sterne von mir bekommen, weil ich nicht wirklich begeistert von diesen Horroraspekten war. Deswegen hat es mir nicht ganz so gut gefallen. Und ja, der C für den Buchstaben. Ach, in Carrie geht es um Carrie, die ja, mit ihrer fanatisch-religiösen Mutter lebt, die sich für ihre, also für die Probleme von Carrie nicht interessiert, wie zum Beispiel, dass sie in der Schule gemobbt wird. Und ja, die damit ziemlich alleine ist. Und als diese schlechten Erfahrungen, also durch diese ganz schlechten Erfahrungen, die sie in der Schule und zu Hause macht, entsteht bei ihr die Begabung für Telekinese. Und ja, als die schlechten Erfahrungen sich aufstapeln und zu einem Höhepunkt getrieben werden, möchte Carrie Rache. Und ja, die nimmt sie sich dann auch. Dann H für CH, nämlich Hardwired von Meredith Wild. Und dieses Buch ist noch ungelesen, ist ein New Adult Roman und irgendwie soll das was mit Programmieren zu tun haben und dass unsere Protagonistin irgendetwas gründen möchte und dann einen Sponsor braucht oder so. So habe ich in Erinnerung, aber ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich habe das Buch halt noch nicht gelesen und ja, deswegen kann ich euch da auch nicht allzu viel sagen, aber die meisten Leute mögen es nicht. Dann kommt ihr nämlich in dieser ganz besonderen Nacht von Nicole C. Fassella. Ist auch noch ungelesen, ist eine Geistergeschichte oder mit einem Mädchen, das sich in einen Geist verliebt. Sitz, Chili, sitz. Die sich in einen Geist verliebt und also ich glaube, dass es so ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist halt noch ungelesen, aber mal schauen. Ich werde es wahrscheinlich nächstes Jahr lesen. Chili hat 2 Hills in der Mitte und ein Buch habe ich genommen, nämlich Lady Midnight von Cassandra Clare. Das ist das erste Buch von Die dunklen Mächte und ja, habe ich auch noch nicht gelesen, weil ich zuerst noch die Chroniken der Unterwelt ja, beenden möchte und deswegen ist das auch noch ungelesen. Ich kann euch da nicht allzu viel sagen und ja, wird aber als sehr gut befunden von den Leuten, die es schon gelesen haben. Dann zu einem Buch von einer Autorin, die ich absolut feiere, nämlich G.A. Aiken, Lions. Und dieses Buch heißt Leichte Beute und das würde auch ziemlich gut zu Chili passen, weil sie halt eben, wie gesagt, sehr, sehr gerne Mäuse jagt und ja, deswegen. Und weil es ein L hat, habe ich es mit dazu genommen. Ist auch noch ungelesen, aber die ersten 2 Teile von dieser Reihe habe ich sehr geliebt. Das ist übrigens der 3. Band von der Lions-Reihe. Und das letzte Buch habe ich nicht in meinen Bücherregalen gefunden, aber wir haben noch in unserem Arbeitszimmer ein gemeinschaftliches Bücherregal und dort habe ich ein Kinderbuch gefunden, nämlich Ich schenke dir eine Geschichte von. Ja, da ist gar kein Autor. Okay, gut. Auf jeden Fall beginnt das mit I und Chili. Ihr Name endet mit I und ja, deswegen habe ich dieses Buch dazu genommen und wir sind jetzt auch fertig, damit ihren Namen zu buchstabieren. Ja.
Okay. Dann geht's weiter. Wie ist die Beziehung deines Hundes mit Büchern? Und sie ist ziemlich desinteressiert, kann man auch mal sagen. Also, das interessiert sie eher weniger. Und sie hat bei mir noch kein einziges Buch kaputt gemacht oder so. Und ja. Dann die fünfte Aufgabe. Was ist dein liebstes Buch, in dem ein Hund vorkommt? Und das ist, wo habe ich das Buch hingelegt? Nein, wo ist dieses Buch hin? Ach, da. Ich hab's. Dieses Buch ist der erste Teil von der Wolf Diaries-Reihe, nämlich Gezähmt. Und ja, dieses Buch ist von G.A. Aiken. Und ich hab mal da. Und das habe ich sehr gefeiert. Da kommen Wölfe vor, aber es kommt auch ein Hund vor, der auch ziemlich, ziemlich süß ist. Und ja, deswegen habe ich mich für dieses Buch entschieden. Die sechste Aufgabe ist, finde ein Buch in deinen Regalen mit einem Hund auf dem Cover. Und da habe ich mich für ein Buch von S. Marschak entschieden, nämlich Rasnotswerdnaja Knyga. Das ist ein russisches Kinderbuch. Und hier vorne gibt es zwar noch keinen Hund, aber hier hinten, nämlich da, ein Pudel, den die Oma da führt. Und ja, das ist ein russisches Kinderbuch. Ich kann kein Russisch. Ich wollte es mal lernen, aber wie gesagt, ich habe es nicht gelernt. Meine Familie kommt aus Russland, aber ich kann kein Russisch. Aber das war in unseren Regalen im Arbeitszimmer und deswegen habe ich es ausgesucht. Die siebte Aufgabe ist, finde ein Buch in deinem To-Be-Read-Stapel, welches das Buch Dog im Titel hat oder einen Hund im Buch. Und da habe ich mich für Herr Bello und das blaue Wunder von Paul Maar entschieden. Denn dieses Buch handelt von einem Hund oder über einem Hund und der irgendwie ja, Geschichten erzählt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Mutter uns, also mir und meinem kleinen Bruder früher, etwas aus diesem Buch vorgelesen hat. Und ja, wie gesagt, es sind halt einfach Kindergeschichten, die sich um einen Hund drehen. War ganz süß für eine Kindergeschichte. Wen würdest du gerne taggen? Und ich kenne keine anderen Booktuber, die Hunde haben, sondern nur Katzen. Deswegen tagge ich einfach mal die Leute, die Lust drauf haben. Und wenn du einen Hund hast und du gerne den Tag machen würdest, oder auch wenn du keinen Hund hast, sondern nur eine imaginäre Vorstellung eines Hundes, der dir irgendwann mal gehören wird, dann kannst du den Tag auch gerne machen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr einen Hund habt und wie er oder sie heißt. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle und würde sagen, das war's von diesem Video.